Jo! Hallo, hier ist der Treiber, mal wieder unterwegs. Der Ralf ist mit dabei. Und vom Tourenfahrer Andrea und Micha sind dabei, das erste Mal. Tourenfahrer NRW. Jetzt wollen wir nochmal nach Altenberg fahren. Vielleicht oder zum Esel. Erste gemeinsame Runde. Dann wollen wir mal losfahren. So. Geht los? Da sind sie. So, okay. Dann geht's los. Zwei Harleys mit. Mal ein bisschen durch die Gegend cruisen. Weil die Andrea hat erst, weiß ich gar nicht, zwei, drei Wochen den Führerschein. Da wollen wir ein bisschen langsamer fahren. Ich kenne die Strecke ja auch nicht. Oh, ein alter BMW, das ist aber geil aus. Echt? Der war mal bestimmt 30 Jahre alt. Ein alter Traktor. Der Wind. Ich finde es schön, dass die beiden mal mitgekommen sind. Auch ein ganzes Gerüppchen. Haben wenigstens gegrüßt. Weil nächste Woche, der Sommer ist da, genau. Nächste Woche noch mehr. Wird richtig heiß. Aber richtig Knallereis, 40 Grad, ich glaube, das wird mir zu warm zum Fahren. Aber spät abends geht es bestimmt. Und wieder vier Mopeds, aber ich kann wieder nicht filmen. Ich muss unbedingt die Heckkamera dran machen. Riecht hier nach Heu. Hier wieder mal ein Heuschnupfen. Jo! Da sind sie wieder, die Heizer. Ist da nur 70? Naja. So bekloppt war ich früher auch mal. Gib ich ja zu.
Aber erschrocken habe ich mich trotzdem jetzt, die angeflogen kamen. Auch jede Menge Heu. Ich hatte ja Probleme hier mit der 750 mit dem Aufsetzen. Mit den Sturzbügeln, die habe ich einfach jetzt abgemacht. Ich glaube, das waren gar keine originalen Sturzbügel, die waren zu weit auseinander. Was heißt auseinander? Ja, die waren halt zu weit auseinander. Da habe ich mal mit aufgesetzt. Habe ich die einfach abgemacht. Weil ich habe gestern mal eine Runde gefahren, ich habe mich gar nicht mehr getraut, in der Kurve zu gehen. Da denke ich, machst du die Mistdinger einfach ab. Jetzt sind sie ab, jetzt sind sie wieder ein bisschen sicherer. Hier rechts im Berg hoch. Tempo okay? Ja, ja. Gut. Hast du Licht aus? Immer. Ah. Ah. Nee, das ist nicht Hachenberg. Ach, dann musst du schon können. Kürmes in Kürten. Kürmes in Kürten. In Kürten. Straßenführung hier geändert. Bin hier schwer am Bauen, sonst wird man hier rechts fahren. Was ist das denn hier? Ah, jetzt versteht. Genau, die Baustellen ab. Keine Ahnung. Komm, wir können hinter uns. Fahren wir immer so eine Strecke. Ja. Und unter Kolonne fahren wir immer gemütlich. Ja, okay. Ja. Also auch ganz schön niedrig, ne? Ja. Sehr bequem. Ja. Die rappt vom Strom in die Fettbob, ne? Die rappelt immer so, die rappelt gar nicht. Ja, die hat so viele Ausgleichswellen und alles. Ja? Die fährt sehr sanft. Mhm. Es ist doch geschafft in Ampelhorn. Ja, zu spät. Fahren wir gleich zum Märchenwald, da ist ein Treff. Zum Märchenwald fahren wir jetzt gleich. Wenn Sie reden.
redet, kann ich euch so schlecht verstehen. Ah. Zu dem Ralf, den kann man immer von weitem erkennen mit seinen Öhrchen im Spiegel. Baustelle, die sind aber auch hier viel. Da, ein Roller gegrüßt. Das ist aber schon trockenes Heu da. Ja. So, das war die Sonntagsrunde. Dann sage ich mal, bis dann, euer Treiber. Ciao, ciao.